Ich bin politisch aktiv geworden, als die Mauer gefallen ist und habe mich da vor allem dann engagiert für die Interessen von Frauen. Ich komme ja aus der DDR und habe erlebt, dass viele kluge, gut ausgebildete, beruflich erfahrene Frauen auf einmal völlig frei im Arbeitsmarkt gewesen sind und eine Dequalifizierung erlebt haben. Und das ist für mich der Anlass gewesen zu sagen, ich möchte mich dafür einsetzen, möchte etwas tun, dass diese Erfahrung von Frauen in der Gesellschaft nicht einfach verschwindet. Das ist mein Ausgangspunkt gewesen.